Feuertest. Ja, ja. Moment. Ja, genau. Maske! Maske! Tupfer! Bisschen Make-up! Bisschen Make-up! Warte, also kann ich das nicht irgendwie hier oben drauf finden? Das tut ganz gut, mal zu stehen. Ja, ne? Der hat zu steif gesessen. Allgemein, ich habe eine Woche gelegen, da bin ich steif. Ich durfte mich ja nicht bewegen, weil die Gefahr besteht, dass der Hirnwasserkanal wieder aufgeht und mein Hirnwasser rausfließt. Aber jetzt kann nichts mehr passieren. Kann immer noch, aber die Gefahr ist recht klein gewesen jetzt. Und ab wann kann da ja nichts mehr passieren? Sobald die Fäden nächste Woche rauskommen. Okay. Dann ist so ungefähr die Zeit, wo nichts mehr passiert. Das heißt... Ich bin ohne Steckdose, mein Handy sagt 2% oder so. Ja. Steckdose habe ich da, Stecker, ja. Die liegt da. Ja. Muss Philipp sich jetzt gleich in den Weg in die Mitte rücken mit dem Stuhl? Ich versuche es. Ich kann dich auch in die Mitte schieben. Jetzt. Versuch was. Ich war Rollstuhlfahrer, ich kann das. Ja. Aber nee, die Kamera hat so einen schwulen Zoom. Hallo. Schau mich jetzt hier im Dorf. Ja, wir sitzen. Hol einfach mal zu trinken, aber. Möchtest du es auch mal ein bisschen mal trinken? Ja. Greif mal da unten rein, da hab ich Dings. Ha! Das war jetzt richtig mies. Ja, ich weiß, aber greif mal da unten rein. Ja, vor allem, wie soll ich da dran kommen, bitte? Du kannst das wahnsinnig überlegen, ja. Eins, das war aber wenigstens da. Einmal in die Richtung einziehen. Also meine Limo hau ich da hin. Ich habe jetzt mit deinem Kiefer. Sieht man's? So. Hallo. Es ist angerichtet. Freuen wir uns auf 90 Minuten tollen Fußball aus der Bundesliga und damit herzlich willkommen zu dieser Partie von Wolfuß und Frank Buschmann. Und ich kann mich nur anschließen, tolle Atmosphäre hier, wie eigentlich immer in der deutschen Elite-Liga. Hoffen wir, dass die Partie da mithalten kann. Heute sehen wir Borussia Mönchengladbach gegen den FC Schalke. Anpfiff und los geht's. Das ist die Startaufstellung der Gladbacher heute. Sie wählen in diesem Spiel ein 4-4-2 mit Raute, mit einem offensiven Mittelfeldspieler als Unterstützung für die beiden Angreifer. Marco Reus! Das war Handspiel. Da stand der Schiri gut und sieht das richtig. Kann man das irgendwie anders regeln? Ich werde nicht mehr verkleidet. Was für Blende? Kann man das irgendwie anders regeln? Nee, nicht zu, dann erstickt man. Vor allem kommt der Typ, ne? Weil er eben noch gesagt hat, da kann der Thorsten noch rauchen. Ich sag mal eben, du hast bereits Angriff. Höger. Schöpf. Schön, wie sie da die Offensive unterstützen. Super Flanke! Zu früh gestartet, es gibt Abseits. Kahn Aiha. Di Santo. Xhaka. Reus. Das könnte die Chance werden. Leichter Eckball durch Marco Reus. Wenn ich mir das Wetter so ansehe, bin ich froh, dass wir in unserem trockenen Kommentatorenkabinchen sitzen dürfen.
Die Spieler sind nicht zu beneiden heute. Ja, es regnet ordentlich. Vor allem für die Torhüter ist der nasse Rasen natürlich sehr gute Ballführung. Und das will Di Santo. Da macht er ihn rein. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Reus jetzt im Zweikampf. Reus! Da ist er aufmerksam. Gut vom Torwart. Meier. Hört schwer gegen sie. Sie treten zu Hause an und sind derzeit auch das Team mit den meisten Toren in der Liga. Und wenn sie das auch heute auf dem Rasen zeigen können, dann dürfte das hier eine tolle Partie sein. Und jetzt haben sie den Ball. Da pfeift der Schiedsrichter und hier muss er auch Freistoß geben. Super Einsatz vom Torhüter. Klasse aufgepasst, er hat den Ball. Jetzt schießt er das Tor und jetzt ist das Spiel wieder offen. Ein klasse Tor. Was für eine Direktabnahme. Und was machst du da als Torwart? Nix, Wolf. Sie haben ja also den Ausgleich geschafft. 1-1. Und nun Raphael. Reus. Sehr gut reingespielt. Mit vollem Einsatz kann er den Ball wegfausten. Schöpf. Jetzt geht es mit einem Einwurf weiter. Kehrer. Korb. Stark gemacht, das könnte was werden. Marco Reus. Ecke, jetzt wird's gefährlich. Ich habe den schon drin gesehen, Buschi. Ja, aber nicht mit dem Verteidiger. Er kommt da tatsächlich noch vor der Torlinie ran. Di Santo. Raphael. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Er geht vorbei am Verteidiger. Das gibt einen Eckball. Buschi, ein Wort zur bisherigen Saison. Ja, mit einem Wort. Oh, es schießt! Und das Tor! Eigentlich haben wir eine ausgeglichene Partie erwartet. So ehrlich können wir sein, aber sie nehmen den Gegner da ziemlich unter Beschuss. Kann man wohl sagen, Wolf. Sie machen hier einiges richtig und versuchen es immer wieder. Diesmal mit Erfolg. 2-1. Hier ist noch alles drin. Die Flagge kommt gut rein. Er ist da und hat den Ball. Kiefer. Mieten uns ein Van, klappern damit ein paar Schulen ab und schauen dann nach Kindern, um sie in den Kammelbuchladen zu führen. Ne? Nee, wir fahren zu Altersheim. Rita. Kahn Eihahn.
Sie wollen den Gegner laufen lassen. Guter Seitenwechsel. Di Santo. Jetzt wird's gefährlich. Choupo-Moting. Der kommt gut. Jetzt könnte er flanken. Kein Problem für den Torhüter. Nachspielzeit 2 Minuten, viel Zeit ist das nicht mehr. Meier. Alvaro Dominguez. Jetzt ist er durch. Chance lebt noch. Jetzt können sie einwerfen. 3 Treffer. Deswegen, der Anschluss ist erfolgt. Die zweite Hälfte läuft. Das sieht so einfach aus, was sie hier machen. Aber dieser Ballbesitz-Fußball ist das Ergebnis von hartem Training. Rita. Choupo-Moting. Höger. Schussversuch. Sie versuchen es weiter, aber nichts ist es mit dem Ausgleich. Meier. Castro am Ball. Hazard. Matip. Bald ist es soweit. Das nächste Spiel in der Bundesliga für den FC Schalke. Schuss von Reus an den Pfosten. Hazard. Ein unfassbares Tor. Nichts intelligent. Nichts intelligent. Gebaut und jetzt ist das hier doch eine eindeutige Nummer. Der neue Spielstand lautet jetzt also 3:1. Höger. Choupo-Moting. Keine Gefahr, die Flanke wird abgeblockt. Die Mitspieler wollen ihm helfen. Da zieht er ab. Den spielt er gut und jetzt wird es gefährlich. Der Ball ist über der Linie. Einwurf. Und jetzt wechseln sie. Schöpf. Meier. Sie bieten sich an. Huren! Verfällt diesen Huren, einen unserer DOD-Nacht zu zerstören! Geiz! Den hält er super! Fall mir nicht ins Wort, du unsittiger Strolchen! Da kommt der Pfiff, Freistoß! Bitte! Jetzt gibt's die gelbe Karte. Was nur gelb? Guck dir diese Schalker-Nutte doch an! Die hat Rot schon in der Stirn stehen! Das hat sie verdient! Es kommt ein frischer Mann und der Trainer muss da auch was verändern, denn im Moment liegen sie hinten. Schmelzer! Ein Wechsel hier. Ja. Klar, nehmt das Messer!
aber die funktionieren sehr. Was ist der für ein Verhältnis zwischen? Kedira. Kedira. Ja. Da steht Sippel. Das ist traurig. Traurig. Kommt nicht richtig hinter dem Ball. Vorbei. Und so der Kopfball dann nicht wirklich gefährlich. Hier nochmal der Treffer von eben. Er geht vom Feld. Gute Gelegenheit für uns, seine Treffer nochmal anzugucken. Machi! Noch eine Ecke, aber klasse gehalten. Guter Volleyschuss. Und so wird das nichts. Den hält der Torwart natürlich. Nächste Chance. Noch eine Ecke. So, Sie sehen gerade eingeblendet die Eckenstatistik. Versucht mit dem Kopf. Auskommen! Tor! Macht ihn mit dem Kopf! Diesen Treffer schauen wir uns gerne nochmal in der Wiederholung an. Tolle Flanke von rechts. Das muss er erstmal so hinkriegen. Ja, der Treffer gehört zur Hälfte dem Vorlagengeber, keine Frage. Ein klassischer Treffer per Kopf, den wir uns hier nochmal anschauen dürfen. Ja, das fängt schon bei der Vorbereitung an und auch der Abschluss ist natürlich absolut gelungen. Freistoß, aber zeigt ja auch eine Karte. Ich blau-weißen Schweine. Keine Karte? Da grätscht er voll in den Mann. Riskante Aktion. Der Schiedsrichter wertet dieses Einsteigen, diese Grätsche richtig. Marco Reus. Ganz stark auf der Linie. Den Kopfball hat er. Und wieder gibt's eine Ecke. Der Ball wurde weggefaustet. Das ist ein Foul. Freistoß. Was? Wofür? Bist gekauft. Ball ist draußen. Abstoß. So, jetzt geht's also in die letzte Phase des Spiels. Und die Fans geben nochmal alles. Sie singen förmlich den Sieg herbei, Buschi. Ja, ich glaube, das wird auch funktionieren. Ihre Mannschaft ist klar vorn. Und die Anhänger können sich hier auf ein Happy End einrichten. Flanke kommt, wird das eine Chance? Die Flanke geht zum Gegner und damit ist der Ball weg. Einwurf. Gonzalo Castro jetzt. Jetzt in der Anspielstation. Schussversuch. Da hat der Torwart Glück. Den hätte er wohl nicht bekommen. Mal gucken, wer jetzt auf Rot steht. Reus. Werner. Oder Pastlak. Oh, Pastlak mal in den Sturm, wa? Was? Und das Tor ist frei. Er hält sich gerne auf einer Linie mit dem Verteidiger auf, aber dann hat das Timing nicht ganz gestimmt. Kedira. Flanke kommt gut rein. Marco Reus. Der Ball ist drin. Super Timing per Kopf. So, ich sag mal, da kann man dem Torhüter keinen Vorwurf machen. Muss sich ja irgendwann entscheiden. Ja, und das nutzen die Gegner in Überzahl dann natürlich aus. Da fragt man sich eher, was hat die Abwehr in dieser Situation gemacht?
Und jetzt setzen sie noch einen drauf. Und die einzig gute Nachricht für den Gegner, gleich dürfte Schluss sein. Hünteler. Sven Bender. Und nun Castro. Kahn Eihahn. Geis. Sehr starkes Tackling. Nicht zum ersten Mal, dass wir das heute von ihm sehen. Da zieht er ab. Gefällt mir gut. Sie ruhen sich nicht auf der Führung aus, sondern wollen nachlegen. Vielleicht kommt der mit Hilfe hoch. Wenn seine Mutter das schon wieder zu mir nehmen würde, dann würde die auspassen. Und Junge, ich hab dir was gesagt. Mutter, ich mach doch ja nichts. Ich krieg noch einen Boden um. Nee, die macht mir dann Vorwürfe. Henki, wie kannst du nur? Naja. Der arme Junge. Ich möchte über Aufnahme